bodennahe Gülle ausbringen. Das haben wir in diesem Jahr mit dem neuen Volumetra-Fass von Joskin samt 15 Meter breitem Pendi-Slide-Schleppschuhgestänge getestet. Der Strichabstand des Verteilers beträgt 25 cm. Das Gestänge klappt kompakt an das verzinkte Fass mit einem Volumen von 14.500 Litern. Der Tank hat mit Fasseinschnitten einen schön niedrigen Schwerpunkt mit breiten Reifen der Dimension 750/50 R305. Die Bezeichnung Volumetra bedeutet volumetrisch pumpen. Gemäß diesem Prinzip ist bei dem getesteten Modell eine Drehkolbenpumpe von Burger eingebaut. Mit dem zweigelenkigen Saugarm ist das Fass damit in weniger als 3 Minuten voll. Das hydraulische Fahrwerk samt Zwangslenkung der hinteren Achse ist komfortabel, wenngleich das Volumen für die Straße aufgrund des Gesamtgewichts nicht ganz genutzt werden darf. Alle hydraulischen Funktionen werden vom Schlepper aus gesteuert. Die Bedienung war in unserem Fall zweigeteilt, bestehend aus dem Kippschalterterminal und einem zusätzlichen Isobus-Terminal. Letzteres regelt in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit automatisch die Ausbringmenge mit einem elektrisch gesteuerten Drei-Wege-Hahn. Auch dickere Gülle wird mit der Pumpe sicher zu den Schneidverteilern auf dem Gestänge gepumpt. Das Gestänge ist am fassseitigen Vierpunkthubwerk gekoppelt. Die Arbeit auf Grünland kann sich sehen lassen. Mehr zu unseren Erfahrungen und detaillierte Ergebnisse finden Sie in der Profi-Ausgabe November 2016.